Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe gedacht, ich spreche das Thema Gewinnspiel nochmal an. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich die Qualifizierten des letzten Videos in einem aktuellen Video präsentiere. Soll heißen, wenn jetzt das darauffolgende Video eine Review ist, dann kommt das übernächste Video am Ende, wenn es eine Review ist, die Qualifizierten. Nachdem ich aber jetzt in den letzten Tagen oder Wochen ziemlich wenige Filme angeschaut habe, möchte ich euch jetzt die Qualifizierten der letzten beiden Gewinnspiele-Verlosungen bekannt geben. Diesmal als erster Punkt. Ihr könnt hier jetzt lesen, auf dieser Seite, wer die Qualifizierten für das Gewinnspiel aus der Review Bloodfather sind. Es sind 9 an der Zahl. Könnt es hier lesen. Die Gewinner gebe ich natürlich nicht bekannt, sonst würde es wieder endlose Beschwerden geben. Ja, der hat schon einmal gewonnen und ich noch gar nicht, oder der hat schon 5-mal gewonnen und ich noch nicht. Wer im Endeffekt gewinnt, das entscheidet nicht ich. Und jetzt könnt ihr die Qualifizierten von dem Gewinnspiel der Review live lesen. Die seht ihr auch hier, das sind 8 an der Zahl, die ihr sehen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Glück. Und ja, das wäre mal das als erster Punkt. Ich bedanke mich in dem Vorfeld jetzt schon, das habe ich den einigen, ein oder anderen schon geantwortet, bei den Kommentaren des jeweiligen Videos. Vielen Dank für die super große Teilnahme. Vielen Dank für das manchmal auch positive Feedback. Was ich aber allerdings zu bekritteln habe, ist, dass, glaube ich, manche nicht verstehen, wenn ich sage, abonniert den Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben und kommentiert oder beantwortet die folgende Frage, in Klammer, schreibt dazu, welches Format ihr haben wollt, das schaffen einige einfach nicht. Sie schaffen es vielleicht, den Abonnier-Button zu drücken, sie schaffen es vielleicht, in ein, zwei Sätzen einen Kommentar zu schreiben, aber den Daumen nach oben, den lassen sie einfach weg. Ja, und so finde ich es irgendwie traurig und auch irgendwie merkwürdig, dass bei über 70 Abonnenten, dass es allein schon bei Bloodfather nur 9 geschafft haben. Und auch nicht da alle, weil da haben auch nicht alle den Daumen nach oben gegeben, weil dieses Video hat bis zum diesem Tag nur 8 Daumen nach oben, sind 9 Kommentare. Aber ich habe trotzdem alle 9 genommen, weil sonst würde dieses Gewinnspiel, glaube ich, noch 10 Jahre gehen, so wie es aussieht. Ich werde das jetzt so machen in Zukunft, dass ich das jeweilige Gewinnspiel, die jeweilige Review oder Verlosung, wie auch immer, auf 72 Stunden beschränken werde. Das heißt auf 3 Tage. Sollte da... würde ich da merken, dass da irgendetwas nicht gerade, dass die Aktivität sehr schwach ist und so weiter, dann wird diese Verlosung entweder total aufgelöst oder ich hänge noch ein paar Tage dran, wie auch immer, aber nochmal 3 Wochen oder jetzt bei Bloodfather sind das fast 1 Monat, das mache ich nicht mehr. Wenn es keinen interessiert oder wenn es fast niemanden interessiert, dann werde ich einfach keine Gewinnspiele mehr machen, weil es ist eigentlich ein Entgegenkommen an von mir für alle Filmliebhaber, die wirklich Filme lieben und die sich gerne mal einen Film ansehen wollen, egal ob ich den jetzt gut oder schlecht empfinde, das ist ja meine persönliche Meinung. Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde das irgendwie sehr, nicht schwach, aber irgendwie ein bisschen idiotisch, wenn ich sage, das sind die Anforderungen, ihr bekommt das gratis nach Hause, falls ihr gewinnt und dann schafft man das nicht einmal. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das ein bisschen komisch, dass von 70, über 70 Abonnenten da nicht einmal die Hälfte mitmachen, das ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze, die nächste Review wird sich auf 72 Stunden beschränken, beziehungsweise das jeweilige Gewinnspiel, weil so wie es aussieht, muss ein Zeitdruck her und nicht jetzt ein ja, schauen wir mal und bei 10 Daumen nach oben. Ich sehe, ich merke, das funktioniert nicht. Ich probiere jetzt diese Variante aus. Das ist jetzt keine negative Kritik an euch. Ich bin natürlich für jeden Klick, für jeden Abonnenten, alles wirklich dankbar, aber da versuche ich irgendwie ein kleines Dankeschön an euch zu geben und dann wird mit dem umgegangen, so wie, pff, wurscht, ist es auch. Finde ich ein bisschen traurig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, nicht böse sein, das ist nur meine persönliche Meinung, ich muss auch sehr viel Kritik, negative Kritik einstecken auf diesem Kanal, aber wie gesagt, ich bemühe mich, wo es geht und ich hoffe, wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal und viel Glück, bis zum nächsten Mal, baba. No.
für das jeweilige Gewinnspiel. Nachdem ich aber in letzter Zeit ziemlich wenig am Fernseher gesehen habe, war scheiße bekannt, weil sonst würde es wieder Beschwerden geben oder was weiß ich. Ja, der und der hat jetzt schon zweimal gewonnen und ich noch gar nicht zum Beispiel, weil das mache ja nicht ich. Wer das jeweilige Dings gewinnt, ist wieder kompletter Fuck